Seid gegrüßt, Freunde. In diesem Tutorial schauen wir uns an, wie sich das Ganze in der Praxis aussieht mit den Tributmonstern. Und es geht los. Diesmal sind keine Erklärungen eingeblendet, sondern wir müssen selbstständig spielen. Schauen wir mal nach, welche Monster wir haben. Wir haben Stufe 2, wir haben 3, 3, 4, 4, 2, 3, 3, 2, 3. Okay, bis jetzt keine Tributmonster. Wir müssen da jetzt warten, bis wir eins ziehen. Ich spiele jetzt mal Barry Soldatenbodenmann mit einer Angriffskraft von 1750 in die Angriffsposition. Mit 0 Verteidigungspunkten, den in die Angriff in die Verteidigungsposition zu spielen, macht wenig Sinn, denn dadurch würde ich mein Monster verschwenden. So eine Phase. Oh, Gagigigo hat 100 Punkte mehr als unser Monster. Das ist schlecht. Er wird unser Monster zerstören. Nein, wir kriegen 100 Damage. Jetzt muss ich mich verteidigen. Ich setze am besten ein Monster in die Verteidigungsposition. Hoffentlich ziehe ich ein gutes. Wir haben ein Tributmonster gezogen. Den herbeigerufenen Totenkopf. Muss ich den nur noch ausspielen. Das Problem ist, ich muss ein Monster spielen, was nicht zerstört werden kann. Allerdings wird er mein Monster sowieso zerstören, weil ich habe nicht genügend Verteidigungskraft, um mich zu schützen. Daher muss ich jetzt ein Monster üblicherweise jetzt opfern. Ich setze mal das Basisinsekt verdeckt, denn dadurch kriegen wir keinen Kampfschaden. Außer er spielt jetzt ein weiteres Monster in der Angriffsposition, dann kann er uns direkt angreifen. Oh, er wird uns direkt angreifen, das ist schlecht. Ja, Deligators Schwert gespielt. Okay, das ist sehr schlecht, jetzt wird er uns direkt angreifen. Jetzt hoffe ich, dass ich mindestens ein 2000 Verteidigungspunkte Monster ziehe. Ansonsten, ja, haben wir jetzt schon verloren. Oh, sehr schön. Dieses Monster hat über 2000 Verteidigungspunkte. Das ist gut, ich setze es natürlich in die Verteidigungsposition. Allerdings kann er immer noch sein Monster opfern mit einer Tributbeschwörung und uns dann, unser Monster zerstören und dann mit dem anderen Monster direkt angreifen und wir hätten verloren. Hoffentlich macht er keine Tributbeschwörung. Boah, okay, es macht keine. Da hatten wir nochmal Glück gehabt. Er greift uns natürlich an. Er weiß ja nicht, dass wir ein Monster mit 2000 Verteidigungspunkten auf dem Feld haben. Okay, sie setzt jetzt ihr Monster in die Verteidigungsposition sicherheitshalber. Jetzt könnte ich eine Tributbeschwörung durchführen oder den hier spielen, aber dann würde er dieses Monster mit dieser hier zerstören. Das heißt, ich werde jetzt eine Tributbeschwörung durchführen und meine Elfe opfern. Aber wir sind doch nicht in Sicherheit. Er kann immer noch ein stärkeres Monster als Tribut beschwören und uns dann unser Monster vielleicht zerstören und dann mit dem anderen Monster direkt angreifen. Ich muss jetzt möglichst viel von seinen Monstern zerstören jetzt. Ansonsten wird das Duell nicht sehr lange dauern. Ich glaube, sie macht jetzt eine Tributbeschwörung. Bitte nicht. Keine Tributbeschwörung. Sonst verliere ich. Ich will nicht verlieren. Oh, okay. Gut, da hatten wir nochmal Glück gehabt. Sie setzt ihr Monster in die Verteidigungsposition. Ist natürlich jetzt riskant, wenn ich jetzt einen Monster spiele,
Denn wenn sie eine Tributbeschwörung durchsetzt und ein Monster mit einer ATK von 2100 beschwört, dann würde die unser Monster dann zerstören und uns genügend Kampfschaden zufügen, sodass wir verloren hätten. Soll ich jetzt ein Monster spielen in die Angriffsposition? Nein, ich spiele weiter auf Sicherheit und setze ein Monster verdeckt. Ich werde erst ein weiteres Monster spielen, wenn ich weiß, dass sie keine Tributbeschwörung mehr durchführen kann. Aber zunächst muss ich ihr Feld räumen. Okay, jetzt hoffe ich, dass wir vielleicht ein siebenständiges Monster ziehen. Denn dann würde das uns ein bisschen Sicherheit geben. Jetzt kommt die Tributbeschwörung, das ist schlecht. Oh Gott, mit zwei Monstern, nein! Oh Gott. Eieiei, 200 Damage wäre das für uns. Oh je, großer Koala. Nein! Oh. Mist, jetzt haben wir ein Problem. Ah, dieses Monster kenne ich nicht. Panzerechse, ich muss mich weiter verteidigen. Das ist natürlich jetzt der Nachteil, wenn man kein Monster als Tribut mehr beschwören kann, weil die ganzen Monster jetzt zerstört werden von uns. Oh Gott, ich glaube, das verlieren wir jetzt. Ich sehe jetzt wenig Hoffnung für uns. Ich habe jetzt den Fehler gemacht, dass ich zu sicher gespielt habe. Ich hätte vielleicht auch den Axtkämpfer vorhin spielen sollen in die Angriffsposition. Denn dann hätte sie ihren großen Koala jetzt nicht beschwören können. Oh, es sieht böse aus. Das sieht nicht gut aus. Ja, ich sehe wenig Hoffnung. Ja, das, da kann man nichts mehr draus machen. Das haben wir verloren. Ich gebe auf. Wenn man aufgibt, muss man die Hand auf sein Deck legen und man verliert. Gut, ich probiere es nochmal. Niederlagen gehören bei einem Duell natürlich auch dazu. Aber man soll sich darum keine großen Gedanken machen, sondern sollte lieber seine Fehler analysieren, um besser zu werden. Gut, das ist dasselbe Duell wie vorhin, das Ganze ist ja eher ein kleiner Test. So, ich weiß, dass sie jetzt ein Monster mit 1800 Punkten spielt. Deswegen spiele ich jetzt mein Monster in die Verdeckte, damit wir wenig Schaden bekommen. Jetzt bin ich wie Pegasus aus der TV-Serie. Ich tue ihre Züge voraussehen. Prophezei, wir ziehen ein schwaches Monster. Okay, ich habe gefailt. Stimmt, ich habe ganz vergessen, dass wir den jetzt dann gezogen haben. Gut, ich werde mich weiter verteidigen. Ich werde ein Monster abgeben und zwar ein schwaches, nämlich Avian. Alligator-Schwert, sei gegrüßt, erneut.
Dieses Monster hat uns vorhin üblicherweise direkt angegriffen. Und hier wird es uns auch wieder direkt angreifen. Aber wir können es nicht verhindern. Das finde ich schon ein bisschen, ja, extrem für Anfänger, dass sie gleich unter solchen Belastungen gesteckt werden, wenn sie schon im Rückstand sind. Und das in einem Tutorial. Gut, jetzt ziehen wir unsere Elfin. Natürlich setze ich die in die Verteidigungsposition, ist klar. Und Endphase. Jetzt kommt ein drittes Monster von ihr. Wichtig ist jetzt, dass ich möglichst viele Monster dann von ihr zerstöre, sodass sie ihren großen Koalen nicht spielen kann. Denn wenn der auf dem Feld ist, dann war es das für uns. Okay. Ja, ich werde natürlich jetzt eine Tributbeschwörung durchführen. Und ihren Gagakigo zerstören. Jetzt muss ich vermeiden, dass sie ihren großen Koala spielt. Das ist im Grunde ein großes Duellpuzzle, wenn man es so will. Na, jetzt aber hier. Gut, Endphase. Spielt der Monster in die Verteidigungsposition. Und verlegt ihren Drachen auch in die Verteidigungsposition. Tue ich voraussagen. Gut. Jetzt muss ich zwei Monster von ihr zerstören, sonst holt ihr einen großen Koala im nächsten Zug. Deswegen spiele ich jetzt Cherry in die Angriffsposition, zerstöre mit Cherry den hier und mit dem Drachen den hier. Quatsch, mit dem. Wir haben ja keinen Drachen, mit dem hier meine ich, mit dem Totenkopf. AKA Beauftragte der Dämonen. Okay, jetzt haben wir verhindert, dass sie ihren großen Koala ausspielt. Weil sie müsste jetzt da zwei Monster als Tribut anbieten. Und die hat momentan nur ein Monster. Das heißt, sie könnte nur ein sechsständiges Monster im ungünstigsten Fall für uns spielen. Hat sie wieder zwei Monster. Jetzt muss ich ihr Feld räumen. Leider können wir die Verteidigungspunkte von ihren Monstern nicht sehen. Aber wenn die Angriffe jetzt alle durchgehen, dann haben wir gewonnen. Ich spiele jetzt bis drinne Tricks in die Angriffsposition. Zerstöre mit dem Totenkopf dieses Monster hier. Es ist Biberkrieger. Bringen wir mal den Biber zum Bibbern. Und Jerry zerstört jetzt ihr Maus. Ich hoffe, es ist kein 2000er. Oh, es ist nur Moki Moki, okay. Gut, und bei Strinitzrix beendet das Ganze mit einem Direktangriff. Jetzt haben wir natürlich sehr aggressiv gespielt, um zu gewinnen. Sollte man in der Regel nicht machen, außer man ist im Rückstand natürlich. Aber ich bin leider nicht so der aggressive Spieler. Ich spiele eher auf Sicherheit. Das ist auch der Grund, warum ich gerade vorhin kurz verloren habe, weil man hier eigentlich aggressiv spielen muss.
Gut, und im nächsten Teil schauen wir uns an, was Zauber und Feinkarten denn so bewirken. Also, bis dann, euer Ankelpi. Mach's gut und ciao.